Vielleicht denken die auch nur, dass sie denken, also dass wir wollen, dass sie denken, dass da niemand ist. So. Ja, nee, es ist halt vielleicht so. Vielleicht könnten sie auch ja, denken, dass wir wollen, dass wir denken, dass da niemand ist und dass wir das eigentlich gedacht haben, richtig. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle mit Domso, Lamprello und Let's Battle together im Twilight Forest Mod. Ja, Let's Battle together. Weißt du, du kannst es eigentlich total perfekt machen, Domso wird trotzdem immer was zu meckern haben. Nein, bei mir nicht. Ja, weil du sein Schatz bist für so Schatzi. Ich hab mich in der letzten Folge nicht verstanden. Wir haben die Gegner ein wenig provoziert. Und ihnen Angst eingejagt. Ich habe ihm ein Foto von Domse gezeigt. Ah! Nackt. Oh mein Gott, da hätte ja selbst ich Angst. Ja, von meinem großen das Gerät. Das blende ich jetzt ein. Von meinem großen Gerät. Mhm. Also ich dachte echt, dass du abgehoben bist, aber... Hä? Ja, hattet ihr jetzt irgendeinen Plan? Ich laufe jetzt über die Bäume Plan, hier. Zu warten, bis wir dich sehen. Ich laufe jetzt über die Bäume! Bäume, Bäume! Hey, guck mal nach oben, alle drei, guck mal nach oben! Hallo! Hi. Oh, versteck dich bitte. Eine Panzerschreck, Alter. Alle Panzerschreck, eine Panzerschreck für alle Forzen, Junge. Lovely, do you want a tulp? I want a duck, a dick. A tulp. I want a duck. Duck pick. Ich sehe die gerade auch echt nirgendwo. Also es könnte sein, dass sie zur Skybase gehen. Wir haben sie so ein bisschen da provoziert, dass sie mal echt dahin geht. Meinst du, Zottel, wir sollen da hingehen? Wollt ihr wirklich? Es kann einfach sein, dass wir auf dem Weg zur Skybase... Wisst ihr, was das Problem ist? Wir wissen nicht mal mehr, wo die Skybase war. Doch, das weiß ich noch. Okay, gut. Ach ja, wir sind Richtung Norden gelaufen, oder? Nee. So unfliegt sind wir jetzt auch nicht. Also, mir egal sein, Bean. Ich versuch so lange, wie es geht, auf den Bäumen zu bleiben. Okay. Ja, da vorne ist halt gleich Schluss. Von wo sind wir hergekommen? Von Süden oder von Norden? Ah, ich weiß, wo wir gekommen sind! Ich weiß alles, mein Name ist Overlord Domse! Nee, ich glaube, wir müssen in Richtung Westen so ein bisschen. Alter, mach den Kürbis wieder aus. Okay. Und zieh dir deinen Helm an. Mach ihn aus. Mach ihn aus. Zottel, zieh dir bitte wieder den Helm an. Mach die Hose aus. Mach den Penis aus. Halt's mal da oben. Nee, ich glaube, so ein Kürbis ist richtig gute Tarnung. Leute, mein kleiner Finger tut vom Schiffdrücken langsam echt weh, Mann. Okay. Vor Zombies, ja. Also sollen wir jetzt einfach anfangen, total viel rumzulaufen, wobei ich halt echt Sorgen habe. Nein, zur Skybase. Ich möchte nur wissen, wo die ist, deswegen lauf doch jetzt mal. Okay, Marcel, kommst du mit? Du läufst jetzt auf den Bäumen erstmal. Ja, in welche Richtung denn? Wir laufen jetzt in Richtung Westen. Okay. Ja, dann okay, geht. Ich sehe dich oben auf dem Baum, sehr gut. Alter. Nimmt die Viecher mit, Alter. Ja, hier sind ja keine Viecher, die Fleisch geben. Da rechts ist ja das Licht. Leute. Ja, Marcel? Hat sich schon erledigt. Okay. Nimm den Wasser aber auch wieder mit. Ja, Marcel. Braver Marcel. Toller Marcel. Guter Hund. Nein. Eichhörnchen! Die geben nicht mehr was. Lass die doch. Da. Ich bin dafür, dass wir jetzt einen Nametag farmen. Und ein Eichhörnchen umbenennen. In Domse. Und dann... Ja. Alter, das Overlord. Wird voll... Ja, sieht man dann auch so ein Nametag? Ja, wenn man das man, die durch Wände durch? Achso, nee, durch Wände glaube ich nicht. Das glaube ich nämlich auch, ne? Das ist blöd. Nee, durch Wände sieht man den nicht. Das wäre so geil, wenn man den sogar durch Wände sehen würde. Man könnte die so verarschen. Nee, ich glaube echt, man sieht den nicht. Ich glaube, man sieht den nicht durch Wände. Nur wenn man das mit einem Plugin macht oder so. Oder dann imitiert man ja auch Spieler. Da ist die Sky. Lol. Die waren da oben, oder? Nein, du hast den Wasserfall so komisch platziert. Nee. Warum ist da Lava? Eben. Oder ist es deine, die du runtergelassen hattest? Nein, die habe ich ganz oben runtergelassen. Die Lava läuft gerade ab, ne? Ja, okay. Ja gut, dann ist das wahrscheinlich meine. Ja, das kann sein, dass es erst jetzt lädt und dadurch das... Dann war hier sogar die ganze Zeit... Guck bitte in alle Richtungen, nach hinten, nach links, nach rechts. Ja, weil ohne Scheiß, die könnten jetzt echt vielleicht hier vorbeikommen, nachdem wir sie provoziert haben. Produziert halt. Produzier mich nicht. Apropos, von Bülent Ceylan habe ich lange nichts mehr gehört. Zu deinen Eltern einfach Leute, ich glaube, können wir mal hier den Berg kurz checken zusammen? Sneaken. Ja, ganz vorsichtig. Ich habe so das stumpfe Gefühl, ich werde gleich sterben. Und dieses Gefühl gefällt mir nicht. Vielleicht kampieren die hinter dem Berg. Ja, ich weiß nicht, ob ich wieder Hallus habe oder ob ich was gesehen habe oben, bevor wir gekommen sind. Also meinst du doch, du hast da oben was gesehen? Ja, kann sein, dass ich wieder Hallus habe, wie letztes Mal, als ich diesen Scheiß abgebaut habe. Ich werde jetzt hier einmal hochgehen auf die Spitze. Du bist da, okay. Ja, ich sehe dich. Nee, hier ist ich bin bei dir, mein Freund.
Danke. Du bist mein Retter und Not in allen Zeiten. Hoffentlich haben sie sich nicht dort oben versiegt. Geil, Bess, sieht so schön aus. Nee, sonst hätten wir die gesehen durch das ganze Glas. Wieso kommt da eigentlich so viel Wasser runter? Ach ja, weil ich das so dumm platziert habe. Nee, die sind da oben nicht. Die sind da nicht. Sollen wir mal in den Schneewald gehen? Nein, das ist richtig dumm dort. Ja, wieso? Ich finde den Wolf eigentlich ganz cool. Und die Yetis sind auch witzig. Cool, aber das ist richtig AIDS zu laufen dort. Richtig AIDS zu laufen. Dominik, da hinten ist unsere alte Baumbase. Wollen wir da mal hin? Die eine von 24. Ach, die! Ja, ja, keine Ahnung, ob wir da hin wollen. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier auf. Ich würde auf die Nebenbäume, aber ich glaube, nee, da kann ich mich nicht frei bewegen, oder? Nee. Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns hier hinter verstecken? Und wenn die sehen, dass die Skybase verlassen ist, gehen die da vielleicht hoch. Wobei, jetzt kann ich mir auch nicht vorstellen, warum sollten die da hochgehen? Vielleicht denken die auch nur, dass wir. Dass sie denken, also dass wir wollen, dass sie denken, dass da niemand ist. So. Ja, nee, es ist halt vielleicht so. Vielleicht könnten sie auch denken, dass wir wollen, dass wir denken, dass da niemand ist und dass wir das eigentlich gedacht haben, richtig. Ja, nee, vielleicht denken sie ja. Ach, egal, scheiß drauf. Halt aber die Gosch, Junge. Vielleicht denken wir ja, dass wir genau das gedacht haben, dass sie das denken werden und denken, dass wir deshalb denken, dass sie da nicht hochgehen werden. Dass sie genau deshalb da hochgehen werden. Jetzt auf diesen Kackbaum hier. Hi. Nein, wir hören dich nicht mehr, Edetritt. Sag mal, Edetritt, stirbst du eigentlich heute? Jetzt mal im Ernst, wo sind die? Okay, jetzt mal ohne Scheiß, lasst einfach zum Spawn laufen und am Spawn warten. Das ist, glaube ich, das Beste. Jetzt bin ich gerade hier oben auf diesem Scheißbaum, weißt du? Ja, komm wieder runter. Ich war da schon so lange nicht mehr auf dem Spawn-Turm. So, warte mal. Ich habe jetzt von hier oben so eine bisschen bessere Übersicht. Und ich sehe, ja, Bitte lauf nicht alleine los. Ja, ja, ich, ja, nee, ich sehe nichts. Zottel, lauf nicht alleine weg. Bleib bei uns. MLG! Oh, es hat funktioniert! LOL! Ich hab's geschafft, Dominik! Ja, ich glaube, Zottel ist weg. Ah, nee, da ist er. Zottel, warum sagst du nichts mehr? Das ist okay, alles cool. Ausgeglichen, sagt er. Ausgeglichen. Das ist wirklich so. Und er spielt Minecraft. Ausgeglichen und Minecraft. Ich spiele Minecraft mit euch. Das ist ja, wirklich so. Also spielst du Minecraft. Ich spiele auch kein Minecraft, außer für YouTube. Aber es macht mir trotzdem Spaß für YouTube. Ja, das stimmt. Minecraft zu spielen, das macht echt Spaß, gerade in so Projekten. Auf das Ding ist, wenn man sagt, man macht das nur für YouTube, dann verstehen die Leute das auch. Wenn ich sage, ja, ich spiele mal im privaten Minecraft, dann lachen die mich immer aus. Ja. Sag mal, Domsa, hast du nicht mal einen eigenen Server? Also so einen großen Community-Server irgendwie so? Ja, vor Jahren. Das ist ewig her. Das ist wirklich ewig, ewig her. Ja. Dem habe ich sogar, glaube ich, mal gespielt. Alles klar, kleiner Vorsicht. Fanboy. Geh von der Schlucht weg. Das ist doof. Das ist richtig gefährlich. Junge, Alter. Leben am Limit, mein Freund. Okay, der Spawn ist ja nur noch, nur noch 300.427 Millionen. Edith, du unterhältst dich einfach per Chat mit uns. Das ist gut. Ja, das Ding ist, er ist trotzdem nicht irgendwie sehen. Weiter hinten. Das ist ganz gut. Edith, schreib mal in den Chat, da sind sie oder so. Edith ist einfach unser stiller Begleiter. Solange er uns auch hilft und nicht nur eine Last ist, wie sonst auch. Wollte hier ist ein. Waren wir das? Nein. Egal, wir gehen jetzt zum Spawn, da wird keiner mehr sein. Okay, was ist da reinspringen? Jedes Skelett. Alles klar. Hinter euch, das ist ein Skelett. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Boah, Alter, ich auch. Sorry, ich hab nur den Pfeil gesehen und nicht das Skelett, Leute, das tut mir leid. Eine Beziehung ist ein Geben und Nehmen, ich gebe dir Penis und nehme den nächsten Bus. Okay, Leute, hast du noch eine letzte Botschaft? Okay, ist Edetritts Kindersicherung wahrscheinlich angegangen? Bis gleich, nach der Pause. So, da sind wir wieder von der Pause. Ja, wir haben immer so ein bisschen Discord-Probleme mit den Kindern, aber ihr wisst ja, wie das ist, Leuten von heute. Kindersicherung halt, ne? Hab ich auch immer, Leute. Das fuckt halt schon ab. Ich würde mal sagen, downvoted. Also wenn du Hilfe bei der Fritzbox brauchst, dann bin ich gerne für dich da. Ah, die Adresse ändern. So, ich kann alles für dich machen, wenn du willst. Ich weiß nicht, wo die Base Spawn ist. Das ist schon echt eklig. Blöcke weg. Spawn ist lila. Ach da! Ja, der ist da. Ich sehe schon den Spawn-Turm. Dann campen wir mal da drauf. Darf man den abbauen oder verändern? Nein, abbauen darf man nicht. Nein. Okay, aber man darf dran bauen. Das werden wir auch machen. Brauchen wir noch einen Chicken. Lass mal alle Türen zubauen. Aber will einer bitte immer hinten haben, im Blick. Wenn wir im Spawn... Oh! Fuck! Lol, Marcel, Alter! What? Was lernen wir da raus? Schau immer nach vorne. Hey, ist ein Crafting Bench. Tschüss! Das Ding ist, ich bin erst vorne auf die Kante gesprungen. Ah. Und dann bin ich nochmal gesprungen. Habt ihr das gesehen? Was? Hier ist eine Crafting Bench. Ja,
Marcel bedeutet, sollte am besten wieder schnell nach oben kommen, sonst haben wir gleich ein richtiges Ärger. Problem. Ja, ich gebe mir doch Mühe. Ja, da war bestimmt schon einer ganz am Anfang, vom Anfang. Da war keiner drin, da ist nirgendwo eine Fackel. Ich komme nicht ganz... Oh Leute, ihr seid so, ihr seid solche Intelligenzbestien, ne? Ich komme hier nicht hoch jetzt, so, jetzt, okay. So, dann gehen wir jetzt bitte schnell hoch auf den Spawn-Hügel. Ich bin so doof, ich lande vorne auf der Ecke und spring nochmal. Bop, tschüss. Ja, du hättest tot sein können, oder? Wie viel Leben hattest du noch? Ich hab ein halbes Leben verloren. Okay, immerhin. Weil ich auf der Kante gelandet bin unten, also in der Mitte so. Ja, aber das ist Minecraft doch egal, wie viel Leben man verliert, wenn man auf der Kante landet oder nicht. Egal, wenigstens als, besser als sich die Kante zu geben. Okay. Gut, dann bauen wir doch mal. Da ist ein Höllenportal. Ja, die Tür bin ich hinein, oder? Nee, dürfen wir nicht, weil es nicht funktioniert im Twilight Forest Mod. Stimmt, stimmt. So, Leute. Tschüss. Ey, wir können hier voll geil auf die Bäume, ey. Lasst mal auf die Bäume gehen. Kommt mal mit mir. Oder geht jetzt in den Turm rein? Wir gehen mal in den Turm. Stell dir vor, die haben ihren ganzen Stuff... abbauen, oder? Wisst ihr, was witzig wäre? Wenn sie ihren ganzen Stuff in der Kiste gehabt hätten. Alter, das ist... Das wäre nicht mega schlau, hier die Base zu machen. Du darfst hier keine Base machen. Du darfst ja eben, du darfst auch nichts abbauen eigentlich. Oh shit. Du musst ja nichts abbauen. Du kannst die Kisten, ja, du kannst schon, alles nutzen, was da ist. Eben, ja. Better Kisten. Wieso ist hier Glas in dem Baum? Na gut, ich sag da mal nichts. Hä, wo? Hier direkt vor der Tür. Aber Leute, wir können bei diesem schönen dichten Wald da hinten auf den Bäumen. Ey, das kann doch nicht sein, dass die dreimal an uns vorbeilaufen, wenn wir sie nicht sehen wollen. Da müssen wir kurz ausreden. Und da hinten auf den Bäumen ist Holz und Cobblestone. Schau mal aus dem Fenster da, ja. Ja, wie gesagt, das kann nicht sein, dass sie immer an uns vorbeilaufen, wenn wir sie nicht sehen wollen. Und wenn wir sie sehen wollen, dann sehen wir uns nicht, oder was? Das kann doch nicht sein, oder? Und da hinten ist noch mehr Cobblestone. Wenn ihr aus dem Fenster herausschaut, nach links, wir sollten echt mal auf die Bäume gehen. Es kann sein, dass sie vielleicht ab und zu auch mal echt über die Bäume springen. Das war ich. Das warst du, okay. Ja. Lass trotzdem auf die Bäume gehen. Ja, und dann stellen wir uns so am Rand hin von der Savanne oder so und dann schalten wir da Ausschau und dann sehen wir dich vielleicht auch besser, falls die da mal vorbeilaufen sollten, irgendwann jemals in unserem Leben. Komm zu mir. Ich hab uns den Übergang gebastelt. Sehr schön. Was halt nur richtig, wie gesagt, richtig abfuckt ist, jedes Mal, wenn wir sie nicht sehen wollen, laufen sie an unserer fucking Base vorbei. Jetzt, wo wir sie seit drei Folgen suchen, kommen sie einfach nicht. Ist wirklich so. Ich frag mich halt echt, ob die jetzt wirklich zur Skybase gehen oder nicht, aber da sie nichts im Chat schreiben, wenn die nicht mal wirklich zu der Skybase gegangen sind, nachdem ich die so provoziert habe. Die werden mich jetzt bestimmt in ihren Folgen vielleicht so ein bisschen assi darstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch assi dargestellt. Wir müssen übrigens beachten, die Zeit, ne? Wir müssen die Zeit im Auge behalten. Ja, denn damit ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Mit diesem wundervollen Masterplan begrüßen wir euch nächste Folge wieder. Bye, Domse. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.